Hi Leute und herzlich willkommen zu Tag 49 der Sims 3 Doomsday Challenge. Ja, es ist jetzt 4.58 Uhr. Heute ist Gruseltag. Okay, das habe ich ganz übersehen. Und wie ihr hier vielleicht schon seht, das Zimmer hat sich ein wenig verändert. Und das sind jetzt die kleinen Kinder, die drei Drillinge. Hier ist einmal Henna, das ist sie hier. Ihre Lieblingsfarbe ist ja lila und sie ist Virtuosin, meine ich. Genau, sie mag Musik, ist eine Schlafmütze, deshalb ist sie noch nicht wach geworden vom Geschrei von ihrer Schwester. Aber genau, ihre Lieblingsfarbe ist lila, deshalb habe ich sie hier so ein bisschen mit lila Farben eingekleidet und ja, das Bettchen auch lila gemacht. Dann haben wir hier Jodie, ihre Lieblingsfarbe ist blau. Oder zumindest Aquamarin. Und deshalb habe ich hier ihr Bettchen auch so in so einem Blau gemacht. Und sie hat auch ganz viele blaue Sachen, Kleidungsstücke an. Und dann ist das hier sehr schön. Jessica, ihre Lieblingsfarbe ist rosa. Und ja, deshalb ist sie hier so ein bisschen rosa-pink gekleidet. Und ja, Derek kümmert sich jetzt erstmal hier um die Kinders. Und das wäre sehr schön, wenn du jetzt hier dann bitte nicht mehr aufwachst, Jody. Gut, das ist jetzt natürlich blöd, dass die hier ihr Dings. Gott, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. ja, dass sie hier ihr Schlafrhythmus, dass der so ziemlich total durcheinander gekommen ist. Das ist doof, aber ja, wir werden jetzt erstmal hier dich hier füttern. Das ist gut. Und dann, oh, shit, das wollte ich nicht. Nein, oh mein Gott, was habe ich getan? Du sollst mal aufhören hier. Oh nein, jetzt schreit die schon wieder. Ich bin so doof, ne? Hier, auf Boden füttern. Und dann machst du irgendwas hier. Du kannst ja da während einfach dann selbst hier die Tomate essen. Oh Gott, ich wette, jetzt wacht das Mädel auf, ne? Jodie ist es. Oh, ich muss mir unbedingt die Namen merken. Jodie, Jessica und Hannah. Jessica ist pink, Jodie ist blau und Hannah ist lila. So. Das ist gut, dass sie wenigstens verschiedene Sachen anhaben und auch verschiedene Haarfarben haben. Lustig, Haarfarben haben. Ja, du bräuchtest ein wenig Spaß. Dann, wie wäre es mal, wachst du hier auch bald langsam mal auf, weil dann kannst du besser kochen. Deshalb wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn du dann hier irgendwas servierst, weil da die Wahrscheinlichkeit ist, dass du es nicht so doll anbrennst. Und Madeline können wir nicht machen, dann müssen wir hier, können wir mal vielleicht einfach Waffeln hier wieder servieren. Und ja, du kannst einfach mal hier ein bisschen Videos streamen. Und du hast doch bestimmt auch ein paar Bekannte, oder? Zumindest Sammy Dupem. Dann schreib doch ihm hier auch noch ein paar Textnachrichten, während die gute Jessica hier am Futtern ist. Ganz kurz muss ich jetzt schauen, wie es ihr sonst geht. Okay, dann müssen wir die nämlich hier auch gleich ins Bettchen legen. Ich würde sagen nämlich jetzt, weil ansonsten geht es ihr ja sehr gut. Obwohl, dann vielleicht andersrum. Oh, immer dieses Geschrei. Das macht mich richtig aggressiv. Hier so ein bisschen kuscheln, kitzeln, in Luft werfen und dann ins Bettchen legen. So, und dann ist Henna wach. Die müssen wir dann als nächstes füttern. Dann werden wir dich hier kuscheln und mit Kralle angreifen und dann auf dem Boden füttern. Du bist viel friedlicher, das ist sehr schön. So, ich hoffe, dass bei dir jetzt hier der Spaß auch hochgeht. Ah, perfekt. Genau das wollte ich nämlich, dass der Spaß hier so durch das Kuscheln und so weiter ein wenig von alleine hochgeht. Und ja, dann bist du jetzt dran, das Gleiche mit Henna zu machen? Und wie geht's denn dir sonst, Jodie? Eigentlich ganz gut. Du wirst jetzt dann schlafen, endlich, dann schreist du wenigstens nicht mehr.
Und da denke ich, werde ich Jody dann auch wieder aufwecken. Bist du hier jetzt schon wach? Ah ja, perfekt. Dann werden wir die Gute hier kuscheln und dann ebenso auf dem Boden füttern. Ja, das passt doch ganz gut. Und du kannst dann hier so ein bisschen, ja, vor dich hin futtern. Das ist doch sehr schön. Hier, der Schlafanzug von Derek passt perfekt zu zum Bett von Jody. Jody ist es, genau. Und ja, ich hatte ganz vergessen zu sagen, heute ist Tag 49 und heute ist kein besonderer Tag. Das heißt, es ist ein ganz normaler Tag. Wir müssen heute nicht würfeln und so weiter und so fort. Und das ist sehr angenehm. So, du kannst jetzt mal hier... Wie wär's, wenn du hier so ein bisschen mit einem Spielzeug spielst? Das wäre doch schön. Und dir geht's ja sonst eigentlich auch sehr gut. Und du hast ein wenig Hunger. Dann kannst du doch mal nach unten gehen. Waren hier nicht auch irgendwelche Gegenstände kaputt, die man noch reparieren müsste? Nö. Okay, dann... kannst du dir doch... Ich dachte, hier wäre irgendwas kaputt gegangen. Merkwürdig. Dann wechsel einfach mal dein Outfit zur Alltagskleidung. Und dann ist sie hier am Kochen. Das ist schön. Dann kannst du nach unten gehen und einfach ein bisschen Fernsehen. Die Nase juckt. So, dann wären wir hier auch weiter. Warum ist denn das Licht hier so merkwürdig? Komisch. Die Bäume sind noch inaktiv. Und das hier ist aber wieder... Oh, das ist wieder aufgefroren. Kann man das so sagen? Warum ist denn am... Also sind die Pflanzen doch nicht inaktiv? Ich verstehe es nicht so ganz. Oh, die wollte ich ja verkaufen, die ollen Sträucher. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Dann können wir heute vielleicht nochmal einschalten... Einschalten. Und was ist das denn? Ein Steinpilz. Ach so. Und dann kannst du vielleicht dann, wenn das Essen fertig ist, dann mache ich das hier alles wieder aus. Ah. Oh, das müsste er echt upgraden, weil das ist super praktisch, wenn der immer von alleine gießt, die Rasensprenkler. Das muss er lernen. Denn das kann man nämlich machen mit, ich weiß nicht, ab welcher Technikstufe das geht, aber ab einer bestimmten kann man das automatische Upgrade wählen. Und hier sind schon die, was hast du denn hier? Oh, ein kleines Schaf oder ein Wolf? Wahrscheinlich eher ein Schaf und du spielst hier mit irgendwas anderem. Ich finde es super, super schade, dass die Kleinkinder nicht mit sich selbst gegenseitig interagieren können. Habe ich hier jetzt die Mod drin? Ich muss mal ganz schnell schauen, ob ich die Kleinkinder-Mod hier drin habe. Ja, dann kann ich doch die Zeichenstifte kaufen. Denn hier, genau, was ist das? Nee, das ist nicht das Richtige. Wo ist denn bei Verschiedenes vielleicht? Ah ja, perfekt. Dann... haben wir hier Zeichenstifte. Und was ist das denn hier? Beachfun. Ach so, irgendeine besondere Schaukel. Okay. Und dann kaufen wir einfach nochmal eine Packung Zeichenstifte. Und nochmal, dass jedes Kind seine Packung Zeichenwachsmalstifte hat. Crayons sind, glaube ich, Wachsmalstifte, ne? Dann hier im Inventar. Hier ins Inventar. Und hier ins Inventar. Und dann kannst du doch mal hier Scribble on Wall machen. Hier. Perfekt. Dann geht's dir doch sonst eigentlich ganz gut. Du schläfst noch. Dir geht's auch ganz gut. Du spielst hier noch weiter. Das ist vollkommen in Ordnung. Und du bist hier am Fernsehen und du bist hier am Kochen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wirst du jetzt hier mitessen. Einen Teller nehmen und dann musst du danach aufs Klo, wenn du gegessen hast. Das müssen wir dann, warte mal, das mache ich dann so. Stopp.
Iss die Waffeln und dann geh aufs Klo. Ach so, und du solltest vielleicht den Fernseher auch ausmachen. Mädel, setz dich jetzt hin, Veronica. Und dann würde ich sagen, werden wir, oh Gott, lag, mit Derek, wer ist denn schneller im, gibt's hier irgendwie schon im Gartenarbeit? Du hast Level 6 in der Gartenarbeit und du hast Level 4. Gibt's nicht hier schneller irgendwas? Nee, na gut, dann ist auch egal. Weil ich dachte, wenn die vielleicht höher sind, dann können sie schneller Unkraut jäten. Aber dann würde ich sagen, wirst du hier danach dich umziehen zu Outdoor-Kleidung und dann den Garten pflegen. Können wir die Bäume auch gießen? Nee, die sind inaktiv, wirklich. Gut, dann kommen die... Ah, okay, du willst dann jetzt telefonieren, das können wir machen, geh ran, aufräumen kannst du dann jetzt danach noch. So, und du, würde ich sagen, kannst auch mal angeln gehen, damit du es auch lernst, denn nur auf eine Person sich zu beschränken bei den Fähigkeiten ist hier vielleicht nicht ganz so gut, weil wenn diese eine Person plötzlich stirbt, dann... ist das nicht ganz so super, aber mir fällt gerade auf, du solltest vielleicht vorher deine Outdoor-Kleidung anziehen und dann angeln gehen. So. Und ja, den Mädels hier oben, denen geht's ganz gut. Die schlafen alle und spielen. Und hast du denn an die Wand gemalt? Ach so, du bist, wer war das? Hannah, genau. Du kannst mal aufhören, mit dem Schaf zu spielen, bitte. Und dann... an die Wand malen. Oh, das ist bestimmt super süß. Und ich glaube, wenn du hier so ein paar Fische gefangen hast, dann solltest du danach der guten Henna beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Und Jody, ich glaube, bei Jody ist es dringender, dann lieber erstmal Jody beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Und du bist hier sowieso am Malen. Das ist doch schön. Henna war das, genau. Dann kannst du danach hier einfach wieder weiterspielen. Und du hast schon einen Fisch gefangen. Das ist perfekt. Veronica hat Level 5 der Gartenarbeitsfähigkeit erreicht. Heute ist Gruseltag. Leider dürfen wir nicht raus. Das ist so schade. Vielleicht kann uns ja Derek dann hier danach auch helfen mit dem Unkrautjäten. Ich würde sagen... Und wie viele Fische hast du? 2. Wie dringend sieht's hier aus? Sollte dann jetzt mal langsam... Ist okay, dann hast du jetzt genug geangelt, wenn du Jody beigebracht hast, aufs Töpfchen zu gehen. Was wird denn das hier für eine Zeichnung? Ah, wow. Sehr künstlerisch. Hochbegabt ist die gute Henna. Oh Gott, ich vergesse die Namen immer. Ich muss mal ganz eben schnell einen Schluck trinken. So, jetzt bist du hier bereit, aufs, oh Gott, das wird knapp, aufs Töpfchen gelassen zu werden. Bitte, mach das jetzt. Ach, die ganzen Spielzeuge hier, ich räume die mal weg, weil sonst stehen die überall im Weg. Oh, aber wie süß, hier ist wenigstens noch ein Herzchen. Das ist doch hübsch. Dann kann er hier das auch wieder entfernen, säubern. Ah, da bin ich ja mal gespannt, wie das dann aussieht. Und du lernst hier jetzt gerade das Pinkeln. Und ich würde sagen, dann werden wir sie danach auch ins Bettchen zurücklegen, dass sie ein bisschen mehr Energie wieder bekommt. Und wie sieht es bei dir aus, Jessica? Das ist jetzt natürlich blöd, dass denn die Energie so ziemlich ganz voll ist. Aber gut, dann würde ich sagen... kannst du jetzt die gute Jody ins Bettchen legen, genau. Jody hier, na, obwohl kannst du noch kurz mit ihr kuscheln und dann Jody ins Bett legen und dann wirst du der Henna, oh Gott, die Namen sind so krass, beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Und wie geht's dir denn eigentlich, Henna? Du bist noch wach genug, das ist perfekt. Dann,
Ich würde ich mal sagen, kannst du danach vielleicht, oh Gott, das ist so ein Stress. Hier, was machst du denn gerade? Du wünschst dir ein Techtelmechtel mit Derek? Oh Gott, du wünschst dir gerade so viel, ne? Was willst du hier noch? Jody, Holloway mit Kralle angreifen. Techtelmechtel mit Derek. Dann würde ich sagen, entfernen wir das verliebte Umarmen. Und du bist hier am Dingseln, genau. Und Krautjäten. Oh mein Gott, ich bin so unglaublich vergesslich. Du musst selbst auch aufs Klo. Okay, dann würde ich sagen, werden wir jetzt hier dann die gute Jessica aufwecken. Die wird dann bestimmt gleich anfangen zu schreien. Deshalb würde ich sagen, oh Gott, ja, soziale Kontakte ist natürlich mal wieder nicht ganz so super. Ansonsten, du schläfst wahrscheinlich gleich dann und dir geht's sonst. Ah, wir müssen deine Windel wechseln. Hier, Windel wechseln. Wo war denn das? Windel wechseln. Und dann. Hallo? Alter. Bleib da, wo du bist. Oh nein, das ist das Blöde mit dem Teppich. Ich mag ja wirklich diese Teppiche hier. Jetzt endlich. Dann werden wir dich mal hier kuscheln und kitzeln und in die Luft werfen. Ansonsten geht's dir doch eigentlich sehr gut. Ja, Windel wechseln haben wir ja schon gemacht und dann ja, ist jemand nicht rotbar, das ist mir wurscht. Und dann könntest du doch hier. Ach, du musst unbedingt aufs Klo, genau, das war's. Dann holst du mal eben Jessica raus. Jessica rauslassen. Ansonsten brauchst du nichts. Das heißt, sie kann dann irgendwie sich selbst beschäftigen. Und dann gehst du aufs Klo. Und dann würde ich sagen, hilfst du mal hier den Garten zu pflegen. Und wenn du hier das Unkraut fertig gejätet hast, dann kümmerst du dich um das nächste Kleinkind, damit die sich hier so ein bisschen die Arbeit teilen. So, du bist jetzt hier fertig. Dann kannst du doch hier gerade, du hast du dir gewünscht, Henna das Sprechen beibringen. Genau, dann mach das doch. Dann kuschel mal die Gute oder wir bringen ihr einfach gleich das Sprechen bei. So, passt schon. So, und du machst dann hier weiter. Perfekt. Erst aufs Klo gehen, dann Gartenarbeit. Oh, das ist echt dringend gewesen. Das ist gut. Muss pieseln, jetzt nicht mehr. Perfekt. So, dann. Wie viele Pflanzen sind denn hier noch voller Unkraut? Hier keine mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7, 8. Genügend auf jeden Fall für eine lange Beschäftigung. Und du möchtest, oh, du möchtest Veronica küssen, das ist so süß. Aber ich würde sagen, wir werden dann hier mal noch ein bisschen was erfinden. Wir können hier zwei Sachen herstellen, aber ich würde sagen, wir werden dann hier weiter erfinden. Und etwas verbessern willst du auch. Das wäre auch wahrscheinlich echt gut. Aber ich glaube, wir können sowieso das Wasser nicht mehr so lange benutzen, weil ich nämlich weiß, dass das Wasser irgendwann tagsüber abgestellt wird. Das heißt, wir können dann wahrscheinlich die Pflanzen sowieso nicht mehr bewässern. Okay, du bekommst hier langsamst Hunger. Ich würde sagen, ich werde aber hier mal ein bisschen schneller machen. Denn es sind schon 20 Minuten rum. Ach du Schreck, okay. Das habe ich gar nicht bemerkt. Shit. So, dann würde ich sagen, wie geht's denn dir jetzt, Jessica? Ganz gut. Dann hör mal hier kurz auf und bring Jessica bei, aufs Töpfchen zu gehen. Dir geht's sonst noch sehr gut. Okay. Dann bitte jetzt mach hinne. Hallo. Gut. Du bist hier auch langsam fertig und du möchtest Jody das Laufen beibringen. Oh Gott, jetzt möchtest du hier alles machen, ne? Das gibt halt echt gut Lebenszeitbelohnung, wenn das 1500 Punkte sind, schon nicht schlecht, ne? Mein Gott, kann ich das hier nicht einfach so in die Box packen? So, Dankeschön. So, und du jetzt bitte kacken hier. Danke. Huch, was war das denn?
Das sah gerade ein wenig gruselig aus. Und du kannst doch bestimmt auch noch mal an die Wand malen, oder? Hier Scribble on Wall. Hier vielleicht irgendwo hier. Hier, oder? Ah, nein, das geht nicht wegen der Tür. Hier aber. Hier, dann mal hier an die Wand. Und du, bevor irgendjemand anfängt zu weinen, fütter sie bitte auf dem Boden. So, ich werde hier wahrscheinlich keinen Hochstuhl kaufen, weil das einfach viel zu viel Arbeit für alle ist. Und ich würde sagen, du gehst jetzt erstmal hier ein Bad nehmen, weil du stinkst. Und du darfst dann hier nach dem Erfinden auch ein Bad nehmen. So, was hast du denn hier erfunden? Ein Hundespielzeug, perfekt, das ist doch cool. Dann Spielzeughund erfunden und ja, die Pflanzen sind tot, das ist mir auch aufgefallen. Dann gehst du aber jetzt mal hier baden. Und ansonsten geht's euch beiden eigentlich sehr gut, das ist sehr gut. So, du malst hier an die Wand. Was malst du denn diesmal? Einen Rahmen. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Und was machst du jetzt hier? Oh, dir geht's perfekt. Allerdings müssten wir die dann auch langsam mal wieder ins Bett legen. Vielleicht gleiche ich das Energielevel an. Ist denn jetzt hier wieder Jessica Knautschgesicht? Nee, Faith McDuff. Wie sieht die denn aus? Oh mein Gott, ein gruseliger Nachbar. Ah, ich glaube, das ist Süßes oder Saures. Aber wir werden dir nichts geben, weil du darfst eigentlich gar nicht hier sein. Also, und Hausaufgaben machst du bitte auch nicht bei uns drin. Mein Gott. So, deshalb würde ich sagen, werden wir den Spielzeughund, können wir den hier reinpacken? Ah, süß, dann können die Kinder damit auch spielen. Das ist doch schön. Und dann würde ich sagen, wie geht's dir hier? Du hast ein bisschen Hunger, deshalb hör mal auf. Du wirst hier die gute Henna auf dem Boden füttern. Jessica hat keinen Hunger, Jody schläft. Okay. Dann würde ich die vielleicht ganz kurz aufwecken. Oh, Jody hat jetzt volle Energie. Das ist natürlich blöd. Dann wecke ich die mal so auf. Und dann wirst du sie hier auch auf dem Boden füttern. Und wenn er dann fertig ist hier mit Baden, also gleich, dann müssen die beiden sich hier mal wieder miteinander hier nach Tag fragen, nach Bad fragen, umarmen vielleicht. Gibt es das hier irgendwo? Verliebt umarmen, Händchen halten. Küssen, so. Das ist doch perfekt. Du möchtest wahrscheinlich Veronica küssen, genau. Dann würde ich sagen, entfernen wir das Verbessern, weil nur 300 Lebenszeitpunkte für einen Verbesserungswunsch ist jetzt extrem wenig, ehrlich gesagt. Und du bist hier fertig. Du könntest auch langsam ins Bett. Okay, du spielst mit Spielzeug. Das ist okay. Ihr seid hier alle beschäftigt. Und ich denke, ich werde dann jetzt den Part hier beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ich hoffe, euch gefallen die Drillinge. Die sind, ich finde die unglaublich süß. Also wirklich so niedlich. Ja, und wir sehen uns dann in einem neuen Video. Tschüss!